und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Omni 2, der Omnus-Simulator. Und zwar stehen wir heute auf der Karte Golchevo und werden die Linie 84 von hier nach Wanderson fahren mit der Weste Dominik. Dominik? Hallo. Wir fahren von hier nach Wanderson. Okay, gut, das kann ich ausprobieren. Andere Galeria Polnok. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Karten auch richtig ausgesprochen habe. Okay, auf jeden Fall fahren wir mit dem Polen Solaris Bobino 18 mit Zelf Echo Knife FAP und Euro 6. Und den Polchevo Wagen, Polchevo Pinfahren 118. Ja. Die Karte ist noch gar nicht so lange rausgekommen. Also es gab mal 0.5, wenn ich mich nicht daran erinnere. Aber die habe ich nie gezahlt. Hier ist sogar eine Kamera. Funktioniert die auch? Also wird da auch was angezeigt? Ja, gut, wusste ich gar nicht. Gut. Hier mal. Genau, hier. Sperre rein, damit die aufgeht. Weiß ich, ob die auch hier reinlaufen, glaube ich. Glaube mir nicht, oder? Dominik? Er ist weg, oder? Ja. Nee, ich hab nur noch angehört. Nee, hier laufen sie nicht durch, oder? Nein, nur der ersten. Ah, egal, trotzdem nicht mehr so. Also im zweiten Flügel und nicht im ersten. Ja, ne? Shin Doppel hier. Heißt, glaube ich, Hallo oder so, wenn ich überhaupt richtig ausgesprochen habe. Oh, dann das Warten, jetzt. Dann auf diese Metallstück klicken. Ja, das weiß ich. Ich weiß, bin schon mal. Meistens ist es 1, 2, 3, 4. Beim Jelch ist es, glaube ich, 2. Ja, keine Ahnung, ich habe es mir da auch abgeändert. Ich erinnere mich, mache meistens 9, 6, 9, 1. Oder 1, 8, 0, 5. Bei der Ticketbox. Mhm. So. Jetzt können wir hier mal 0840002 eingeben. Ach, Barkey, das passt. Barkey. So. Plus 15 haben wir. Also 15 Minuten, ne? Die Tour geht nicht. 20 Minuten. Mal gucken, ob ich das auch in 20 Minuten schafft. Ah, der ist ja schon an. So. Können wir mal vorfahren zur Haltestelle. Ist nur blöd, ich sehe die Ampel nicht so richtig hier. Das braucht auch ein bisschen Kacke. Eigentlich wollte ich mein Solaris Freund mal fahren. Ich bin ja vorhin schon mal eine Runde gefahren. Aber andere Linie. Den fahren, aber der hat ja diese LCD-Matrix irgendwie aus, also die Berliner, und die Schilder das nicht. Also du kannst Linie 84 schildern, wenn du das Ziel schilderst, macht er es nicht. Weil da so ein, irgendwie so ein komischer Buchstabe drin ist. So ein polnischer Buchstabe. Ja. Also es war ein anderes Ziel. Hier will das wahrscheinlich machen. So, die Linie gab es ja auf dem Teilstück, glaube ich, auch schon in der 0.5. Wir halten vorne. Oh, so ein Leitgedöns. So. Und dann, ach, 25, dann können wir mal auf 24. Polnisch-Ding, was ist das hier eigentlich?
Kann man auch Fahrkarten nicht verkaufen. Oder was soll das hier darstellen? Weißt du es? Was weiß ich? Schön. Ob du es weißt, was man hier so, was das hier ist für ein Gerät? Oben F, die B-Tasten sind die ganzen Ticket-Variationen, wenn ich mich nicht täusche. Bedingungen. Unten halt dann zum Drucken. Drucken. Unten rechts die eine Taste ist, glaube ich, Enter-Taste zum Bestätigen. Bedingungen. Die Ratzen oder so. Das Ratzen-Summer. Genau. Die Taste. Kauf einfach hin. Du hast ja da eins liegen auf dem Tisch. Schon mal. So, deswegen. Da. Erfahren wir. Israel an. Bin die Linie einmal gefahren mit 0.5, aber auch ging ja nicht die ganze Zeit so. Jetzt fahren. Wie die anderen. Gibt es ja irgendwie drei verschiedene Dashboards. Wow. In dem Polen-Paket. Aber die anderen mag ich, finde ich irgendwie nicht so dolle. Ich fahre am liebsten mit dem hier. Warte mal, mal kurz gucken, ob Kollisionen an sind. Ja, sieht's an. Was ist das? Laboratorium NZ. Frag mich nicht, für was das NZ steht. Ja, Ansagen müssen jetzt auf jeden Fall auch funktionieren. Mit dem Gerät eigentlich. Und ich glaube, es ist normal so eine Solo-Buslinie, was ich hier gerade fahre. Das Problem ist, ich kann den Karren hier nicht einschätzen. Irgendwie. Was denn? Hübsches Dach. Lächeln. Ich habe jetzt absolut gar keinen Wortverstand von der Ansage. Also, willst du eigentlich Ton haben oder geht es so? Geht so. Verstehe ich wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Genau. Aufnahme läuft auch. Wie ist lang rot? Hoffentlich haben wir keinen Kreisverkehr. Weil das müssen wir aufpassen, dass wir aus dem Kreisverkehr auch wieder mit Rädern rausfahren und nicht ohne. Weil wir sind ja Polen und so. Die fahren hier irgendwie komisch. Die fahren. Was ist das? Fahren hier einmal kurz den Schlenker nach links. Leute, heizen. Ich muss an die Haltestelle. Oh, wäre ich fast vorbeigefahren. Lenkrad noch zu schieben, warte. So. Das ist eine Option, wenn man nicht wieder da ist. Das ist auch manchmal. Was habe ich manchmal? Wenn das ist irgendwie dann der Lenkrad nicht mehr gerade ist, wenn du am Bordstein kommst. Nein, da ich meistens die Vibration oder was gegen Force Feedback. Was Feedback meistens aus habe.
Infektion. Wenn ich es anhab, ist es höchstens bei ETS. Da dampf ich's immer aus. Ja, ja, siehst du? Machen wir es an. Hier hab ich's an. Ja. Ich mach's so, du machst das Gegenteil. Fahrpläne sind hier sportlich. Ich bin vorhin auf der anderen Linie mit plus 6 rumgeholt. Okay. Alter, viel los ist auch noch. Die Uhr ist schon. Hier ist auch gerade Berufsverkehr. Das war jetzt nicht unbedingt die klügste Zeit, wo ich hier gerade fahre. Jetzt kommt, glaube ich, so ein kleiner Übergangsabschnitt, wenn ich mich recht erinnere. Hä? Wo habe ich einen Unfall gebaut? Hä? Hast du gesehen, wo ich einen Unfall gebaut habe? Nö. Kann man jetzt auch nicht dran erinnern. Mach hier einfach mit automatisch, damit die Leute alle für den automatisch aufmachen können. Weil ich habe 3 und 4 ist ja hier. Deswegen ist hier auch die Kamera, weil 3 und 4 sagt man schon. Nicht automatisch, sondern manuell. Aber ich habe die halt nicht auf meinem Lenkrad belegt, deswegen. Das ist ja auch sehr selten, dass man manuell Türen. Ja, dritte Tür. Im deutschen Bereich ist es selten, dass man manuelle Türen hat. Bei uns gibt es tatsächlich einen, der aber nach Paderborn eigentlich sollte. Aber man braucht halt Kamera für die dritte Tür. Wenn man dritte Tür manuell. Dass es den Taster hier gibt. Ich finde es aber auch besser mit Türfreigabe hier. Also normal mit Türfreigabe. Dritte Tür mit Türfreigabe. Zweite finde ich besser manuell. Also nicht so die Berliner Türsteuerung. Die ist irgendwie doof. Klar. So, teilweise. Wir mit, nehmen wir raus, können wir weiterheizen. Polnische Karten sind schon schön, dem ich ja irgendwie immer Mühe finde. Ich habe so ja, sind auch meistens immer detaillierter als in deutschen Karten. Ich habe so keine polnische Karte gesehen, die scheiße aussieht, finde ich. Der Team ist gut. Diese fahre ich jetzt auch nicht polnische Karten, aber die geben sich immer sehr viel Mühe. Mehr als als manche anderen in Deutschland. Wir nennen jetzt keinen Namen. Na. Ihr könnt euch vielleicht denken, wie ich meine, aber ich nenne trotzdem keinen Namen. Müssen es da hinten, glaube ich, war irgendwie so, dass wir jetzt da hinten dann vorne drehen und dann wieder zurückfahren. Kommen wir dann nicht hier raus. Das hat es gebracht, jetzt die abgewartet und darum. Ja, einfach. Um da rumzufahren, hat er die aus der Gegenrichtung abgewartet. Was ist das denn? Ja, man hat ja nicht Platz genug, man möchte sein Auto nicht kaputt machen. Ja, ja. Das Auto ist doch teuer. Warum sich drei spielen? Warum lädt er das dann da hinten? Ist so, glaube ich, so eine Wendeschleife und da gibt es nicht viel zu laden. Da geht es nicht mehr weiter. Vielleicht sind dahinter ein bisschen im Abstand noch weitere Sachen gebaut. Eventuell. Außerdem, es gibt nur eine Linie da jetzt vorne, weil sie es kommen. Da hinten fährt noch eine Linie da. Ja, vielleicht ist ja da die Linie, die da hinten lang fährt. Die da so leicht durchquert, aber halt nicht anberührt. Moin Manni. Er sagt gar nichts, auch gut. Also hier ist ja das Minus steht für Plus hier. Denn hier ist Stannig, ach du Scheiße.
Wie spricht man das aus? Ich glaube, das heißt nächste Haltestelle. Das kommt der Pä. Der Dämpfe. Sempelt sich schon von der Dach, du Kacke. Ich weiß es ja, nicht. Ja. Da liest, nächste Station, nächste Haltestelle. Ja, irgendwie sowas. Weil es kommt an jeder Anlage wirklich davon aus. So, hier war das, genau hier. Ich glaube, bei 0.5 war hier die Linie zu Ende oder irgendwie sowas. Oder noch eine Haltestelle weiter oder so. Auf jeden Fall war das, glaube ich, nicht Barki. Barki, ohne R, mit R, mit R. Erstmal mit Einsteigen da hinten. Schließt euch sonst die Tür vor der Nase. In die andere Richtung. So. Das Knickschuss war.